Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich. Mein Name ist Alexander Lasch und ich spreche hier für eine größere Gruppe heute Abend an Wissenschaftlern, die sich mit der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine auseinandersetzen. Und zwar durchaus in der Überzeugung, dass wir glauben, dass ein einfaches Master-Assistance-Modell, wie es in der Mensch-Maschine-Kommunikation im Moment favorisiert wird, also der Mensch leitet an, die Maschine tut, auf Dauer, zumindest in den nächsten Jahren, nicht weitergehen sollte, weil wir glauben, dass so sehr viel Potenzial auf der Strecke bleibt. Wir haben das vorhin gehört in der Vorstellung ganz kurz und in der Vorstellung jetzt von Herrn Schindhelm, dass sich in den nächsten 10 Jahren tatsächlich massiv Strukturen, Kulturen, Gesellschaften wandeln werden und Digitalisierung einen breiten Raum einnehmen wird. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Begriff der Digitalisierung extrem schwammig ist, um nicht zu sagen, eigentlich nicht zu fassen. Also alle wissen, es wird wichtig, aber was es tatsächlich für ihr eigenes Leben bedeutet, ist tatsächlich schwierig. Und die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ist ein Thema, das uns betrifft, aber noch relativ unklar ausbuchstabiert ist. Wer von Ihnen gestern Abend da war, wir haben uns an 4 Hashtags orientiert, nämlich den Human Artificial AI Affairs, der Shared Intentionality, dem Digital Companion, also das heißt dem Begleiter von den digitalen Begleitern, die uns durch den Alltag führen und vor allen Dingen an der Idee von Mensch 4.0. Ich würde ganz gerne diese Ideen heute für Sie entwickeln aus der Perspektive der Linguistik, also mit dem Schwerpunkt auf die Frage, was macht Menschen zu Menschen und welche Rolle spielt Sprache in diesem Prozess, mit möglicherweise für Sie einem Zuschnitt, der Sie überraschen dürfte. Ja, wer ist an diesem Projekt beteiligt? Sven Engesse, der heute Abend mit hier ist, spricht für die Wissenschafts- und Technikkommunikation oben rechts. Meine Wenigkeit sehen Sie in der germanistischen Linguistik. Sander Münster ist für Bildungstechnologie zuständig. Die Ingenieurwissenschaften und Technikwissenschaften sind vertreten mit Raimund Daxelt, Markus Krötsch und Leon Urbas, den Sie gestern auch gesehen haben. Und wir hoffen, dass wir zusammen mit einem leichten Männerüberhang, was uns selber sehr bewusst ist und uns auch sehr traurig macht. Also wenn Sie jemanden kennen, der zu diesem Team dazustoßen kann, und sodass wir vielleicht ein bisschen in die Richtung der Parität kommen, wäre das uns auch sehr gelegen. Also es ist keine Absicht und es ist uns sehr bewusst, dass das problematisch ist. Ja. Das, was Sie hier sehen, ist ein digitaler Charakter aus dem Spiel Detroit Become Human, und zwar Chloe. Chloe ist ein Android, den Sie nur daran erkennen, dass er einen LED-Ring an der Schläfe trägt und der in dem Spiel wie folgt vorgestellt wird. Ich übersetze das gleich. Hallo, willkommen zur Detroit-Erfahrung. Ich bin ein Android und ich bin Ihre oder deine Hostess. Das heißt, das, was hier ausgedrückt wird, ist ein ganz klares Dienstverhältnis, also ein Herrschafts- und Dienstverhältnis, ein Dienstleistungszusammenhang, der mit allen Varianten spielt, die diese Ansage impliziert, um das deutlich zu machen. Und das Ganze folgt einem Modell, das in unserer Kultur in solchen Situationen nicht unüblich ist. Das Zitat dazu, Herr, was befiehlst du, stammt nicht aus dem Spiel, sondern aus dem Märchen »Das blaue Licht«. Und arbeitet genau mit denselben Mechanismen. Das heißt, die Hoffnung auf einen Diener, der einem alles abnimmt, was den Alltag schwer macht. Dabei ist es das, was uns Menschen eigentlich auszeichnet. Also das, was das Leben schwer macht, gibt ihm die Würze. Und die Erfahrung, dass man versucht, dieses abzugeben, auszulagern, entweder an einen Flaschengeist oder an ein blaues Licht oder an wie auch immer geartete 3 große Hunde, sorgt dafür, dass wir mehr oder weniger auch diese Technikdebatte und die Frage, was kann Technik für uns tun, unter diesem Paradigma diskutieren. Und genauso funktioniert es in diesem Spiel. Ich zeige Ihnen jetzt 3 unterschiedliche Charaktere, die für dieses Spiel typisch sind. Und Sie können sich jeder für sich fragen, an welcher Stelle Sie ein Leader Assistance oder ein Dienstleistungsverhältnis akzeptieren würden. Das ist Charakter Markus, also Markus ist ein Android und Sie sehen hier natürlich sehr klar, dass es eine technische, eine Maschine ist, die mit Ihnen spricht und jetzt zeige ich Ihnen auch, welchen Diskurs das Ganze in diesem Spielzusammenhang auf einmal aufruft,
wenn sie seine Hautfarbe sehen, mit der er normalerweise sich in menschlichen Umgebungen bewegt. Das heißt, wir haben hier sehr schnell auch rassistische Motive, die mit in diesem Spiel verhandelt werden, unter diesem Leader Assistance Prinzip. Und es geht in diesem Spiel im Wesentlichen darum, dass Androiden menschlich werden. Also das heißt, das, wovor wir Angst haben, quasi zu Menschen werden und sich ihrer selbstbewusst sind und eine eigene Spezies etablieren. Ich weise nur im Detail auf alle Klischees, mit denen man hier arbeiten kann. Die blauen Wimpel, die Auszeichnung. Also das heißt, es geht hier tatsächlich um die Verhandlung von Rassismen. Und wir selber sollten uns die Frage stellen, auch linguistisch, wie sprechen wir mit Maschinen an? Was sind Maschinen für uns? Sind es Geräte, Maschinen oder sind es Begleiter im Alltag? Und für uns als Linguisten ist interessant, wann kommen Sie als Menschen dazu, zu Maschinen durch Sprache Vertrauen zu fassen? Also wie muss eine Maschine Sie ansprechen, damit Sie als Mensch vertrauen? Also damit Sie sich darauf einstellen und bereit sind, mit einer Maschine zu kooperieren und sie nicht zu befehlen. Dazu ist es wichtig, dass man sich über das Verhältnis von, Sie sehen hier den Androiden Connor und den etwas heruntergekommenen Polizisten Hank, die in diesem Spiel lernen, miteinander zu interagieren und miteinander zu sprechen, auf Augenhöhe. Und es geht im Wesentlichen um diese Partnerschaft zwischen Polizisten. Wie wir Maschinen sehen, hat sehr viel damit zu tun, wie wir uns selbst sehen, also wie wir selbst uns als Menschen begreifen. Den Slide haben Sie gestern schon gesehen. Eine Möglichkeit, menschliche Leistung und Leistungsfähigkeit von Gehirn und Kultur zu beschreiben, ist zu sagen, Menschen sind Technik. Also ihr Gehirn funktioniert wie ein Rechensystem. Das reduziert die Wirklichkeit so massiv, dass Sie im Wesentlichen dazu neigen, Computerleistung, und das ist häufig, das merkt man auch im Diskurs, hat man vorhin gerade im Vortrag schön gemerkt, in 50 Jahren wird ein Computer menschliche Intelligenz überflügeln. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass er mehr Fließkommastellen rechnen kann als der Mensch? Bedeutet das, dass er ihm im Schach schlagen kann? Oder bedeutet das, dass er gleichzeitig laufen, sprechen, schauen, hören, essen kann, während sein Gehirn 20 Watt Energie verbraucht? Das werden Computer nämlich nicht schaffen, auch in 20 Jahren nicht. Weil ihr Gehirn als Organ total funktioniert als Einheit. Also, und wie das funktioniert, steht gar nicht zur Debatte, aber das zeichnet sie als Menschen aus, das vergisst man ab und an. Eine Möglichkeit, um das zu beschreiben, sind sogenannte Image Schemes. Um als Menschen bestimmte komplexe Handlungen durchzuführen, müssen Sie sehr viele Dinge lernen. Sie müssen sehr viele Dinge gleichzeitig tun und beherrschen können. Wer von Ihnen Kinder hat, weiß, wie selten es gelingt, dass die Seifenblasenflüssigkeit in der Flasche bleibt. Normalerweise ist es so, dass Sie, oder wenn Sie auf einer Party waren und schon mal auf die Uhr geschaut hatten und ein Getränk in der Hand hatten. Es soll vorkommen. Das Problem ist, dass Ihr Körper mit Ihren Bewegungen lernt. Alle Erfahrungen, die Sie machen, sind zunächst erstmal körperliche Erfahrungen. Und Ihr Körper trainiert diese Erfahrungen mit Ihnen. Warum ist das wichtig? Weil alle Menschen um Sie herum diese Erfahrungen ebenso sammeln. Alle Menschen essen, alle Menschen haben Hände, alle Menschen kommunizieren mit ihren Händen. Und Sie sind bereit, immer mit Menschen, die Sie als Menschen erkennen, absichtsvoll gemeinsam zusammenzuarbeiten. Maschinen gehören nicht dazu. Maschinen sind für die meisten Menschen Werkzeuge. Das heißt, das Erste, was Maschinen können müssten, um mit ihnen zu interagieren, wäre, dass sie einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund haben. Also, dass sie gemeinsam Dinge wissen über die Welt. Das heißt, wie man richtig isst, wie man sich bewegt, welche Dinge man trägt, welche Kleidung man trägt, wann man ins Bett geht, wie alt man sein darf, um ins Kino zu gehen und so weiter. Das heißt, dass Maschinen dies wissen müssten und eben auch, wie man Seifenblasen macht. Das Ganze nennen wir als Linguisten Embodiment. Das müssen sich Zitaten sich nicht anschauen. Also Embodiment, das heißt die Struktur, über die wir Menschen Erfahrungen sammeln, lernen und mehr oder weniger einen Common Ground ausbilden, da wir als Menschen mit unserer Physis alle dieselben Erfahrungen sammeln. Wir alle stürzen, wir verbrennen uns und wir essen. Das nächste ist, je häufiger wir etwas tun, umso besser beherrschen wir es. Also das heißt, wir üben und üben und üben, wie die Seifenblasen,
Und irgendwann gelingt es uns tatsächlich, dass wir den Mund spitzen können, so pusten, dass aus diesem Ding eine Seifenblase wird. Und dieser, oder dass man pfeift, ja, also dass man mit die Lippen so formt, dass man einen Pfeifton erzeugen kann. Und wir üben. Wenn wir das irgendwann können, dann haben wir es so oft gemacht, dass es entrenched ist, dass unser Gehirn diese Handlung automatisch vollzieht. Gleiches gilt für das Schwimmen, das Fahrradfahren, das Essen mit Messer und Gabel. Das sind alles so eine Handlungen, die Sie üben müssen, und je häufiger Sie üben, umso besser beherrschen Sie sie und speichern sie als kognitives Muster, Repräsentation ab. Und nicht anders funktioniert auch Sprache. Sie haben keine Sprache im Hirn. Das Einzige, was Sie haben, ist die kognitive Fähigkeit, um sich auf andere Menschen einzulassen. Und Sprache lernen Sie ganz genauso. Und Sie erwarten das, wenn Sie mit Maschinen kommunizieren wollen, müssen auch Maschinen dies leisten. Also Maschinen müssen Sie verstehen als Menschen vor dem Erfahrungshintergrund, den Sie als Menschen gemacht haben. Common Ground ist ein Teil der Common Ground Theorie. Das erspare ich Ihnen. Sie können sich fragen, was für Sie leichter abrufbar ist. Das hängt hier auch mit dem Entrenchment zusammen, dem sogenannten Happy and Learning. Die Frage ist, Sie wissen in der Regel, welche Dinge bellen, und Sie wissen, was Schiffe tun können, und Sie wissen auch, was Väter beim Abschied machen, wenn Sie zum Beispiel am Kindergarten stehen. Also das Schiff, das Beispiel war hier, das Schiff ist gesunken, und Sie können sich fragen, wie Sie das Partizip von winken bilden. Die meisten bilden heute das Partizip gewunken. Ja, der Vater hat gewunken zum Abschied. Das ist falsch. Dann können Sie sich fragen, warum das so ist. Weil die meisten gewinkt. Winken ist ein schwaches Verb. Doch. Wenn Sie jetzt innerlich zusammenfahren und sagen, um Himmels Willen, ja, ich verstoße hier gegen die Norm, die Sprache verfällt, sage ich Ihnen herzlichen Glückwunsch, willkommen an Bord. Sie können nicht anders als Menschen. Das heißt, Menschen um Sie herum bilden diese Analogie, Ihnen ist sie unbewusst, aber gut, Sie übernehmen sie und benutzen sie mit, weil Sie unbewusst lernen, weil Sie diese Prozesse entrenched, ja, haben, und Ihr Gehirn kommt gar nicht auf die Idee, Ihnen das ins Bewusstsein zu spielen, dass Sie hier gegen eine Norm verstoßen, weil das dem Gehirn letztlich total egal ist. Nur für die Fälle, in denen Sie es merken, das sind 2% Ihrer Denkleistungen, die Sie möglicherweise mit freiem Willen, ja, assoziieren können. Nur dann, ja, wird es Ihnen bewusst, also wenn Sie bestimmte sprachliche Formen, ich benutze zum Beispiel sehr gerne vor allem und faktisch, und ich bemühe mich sehr, das nicht zu benutzen, aber das ist ein bewusster Prozess, aber das sind, wie gesagt, nur 2%, sonst haben Sie keine Chance. Mit anderen Worten, vielen Dank jetzt für die erschrockene Reaktion, denn deshalb habe ich recht. Okay, vielleicht nur so viel dazu, immer wenn Sie eine positive Erfahrung machen, das heißt immer wenn Sie ein positives Datum haben, also eine Erfahrung machen, dann reagiert Ihr Gehirn und die mentalen Strukturen, die physischen Strukturen, die Sie haben, genauso gut darauf, als wenn es zum Beispiel negiert wird. Ja, also wenn Sie sagen, das typische Beispiel ist, denken Sie nicht an einen von Lakoff, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Das würde Ihnen nicht gelingen, das zu vermeiden. Und diese Struktur wird genauso entrenched, als wenn ich sage, denken Sie an einen positiven Elefanten. Das ist ein Problem hier. Und hier im Wesentlichen geht es darum, es hat im Wesentlichen die positiven Effekte, das heißt, wenn etwas genannt wird, wenn es benutzt wird, wird es verstärkt. Wenn etwas nicht benutzt wird, dann verschwindet es aus dem Gebrauch. Und das Interessante ist, wenn in der Mensch-Maschine-Kommunikation müssen Maschinen darauf reagieren. Das heißt, wir hören häufig diesen Zusammenhang, alte Menschen und unsere Generation überaltert. Und jetzt ist es so, dass ihre mentalen Strukturen sich im Alter verändern. Und sie fangen auf einmal an, Lieder zu singen, von denen sie hoffen, dass ihr Umfeld die nicht hört. Also wenn sie heute in ein Altenheim gehen dort werden Lieder gesungen, können Sie so ein BDM- und HJ-Liederbuch aufmachen und werden erstaunen, wie viele Lieder davon in diesem Liederbuch stehen. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Menschen in ihrer Sprachprägephase, also bis ungefähr 15 Jahren, diese Lieder entsprechend häufig gesungen haben. Das ist das, woran Sie sich gut erinnern, weil es entrenched ist. Ich bin gespannt, welche Lieder ich singe. Ich habe schon so eine Idee, wenn ich älter bin. Aber das Interessante ist, Maschinen müssen darauf reagieren. Also Maschinen müssen damit rechnen. Und das tun sie bis heute nicht, weil sie damit rechnen, dass Menschen sie befehlen.
und nicht in einer irgendwie eigenwilligen Weise reagieren. Kategorisierung würde ich jetzt mal auslassen, das haben Sie gestern gesehen. Das hat Ihnen Leon Obers vorgestellt, das heißt die Idee, wie können Maschinen Kategorien bilden, und zwar durch Ähnlichkeiten und durch Familienähnlichkeiten. Das ist auch ein Prozess, der in der kognitiven Linguistik gut beschrieben ist. Das lasse ich hier aber weg. Pinguin und sowas ist ein schönes Beispiel. Fragen Sie sich mal, wer von Ihnen im Umfeld weiß oder der Überzeugung ist, dass Pinguine ein Fell haben. Es sind nicht so wenig Menschen, wie Sie denken. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, dass Sie als Menschen in der Lage sind, auf all der Basis dieser Fähigkeiten verschiedene Dinge wahrzunehmen. Zum Beispiel können Sie sich die Frage stellen in diesem Bild, ob der Kopf des Mannes oben oder unten ist. Also können wir eine Frage stellen, 50% würden vielleicht sagen, der ist oben, und die anderen 50% würden sagen, der ist unten. Das hängt damit zusammen, was Sie als Orientierungspunkt für die Perspektivierung nehmen. Wenn Sie den Körper nehmen und seine Vertikalitätsachse, bleibt der Kopf natürlich oben. Wenn Sie aber den Horizont als Perspektivierungsachse haben, ist der Kopf unten. Eine Maschine muss das in der Kommunikation mit Ihnen erkennen. Die muss damit rechnen, dass Sie als Mensch, wenn Sie mit einer Maschine sprechen, diese Gegenstände und Wahrnehmung und Welt unterschiedlich perspektivieren können. Menschen können das untereinander, weil sie in der Lage sind, sich in die Perspektive des anderen zu versetzen. Das heißt, damit rechnen, dass er eine bestimmte Perspektivierung so vornimmt und nicht anders. Eine Maschine sollte das können, kann es im Moment noch nicht. Kann es nur durch Deep Learning, und das ist sehr komplex. Ein Punkt, auf den man darauf hinauslaufen kann, weiter auch, was Maschinen ebenfalls lernen, nur sehr schwer und mühsam lernen, ist Metaphorisierung. Metaphorisierung, das meiste von unserer Zeit, die Zeitvorstellung, die wir haben, ist räumlich konzeptualisiert. Das merkt man an so Metaphern wie der Zeiger, jetzt ist es gerade Viertel nach sieben. Nach ist eine lokale Präposition, die eigentlich einen Ortszeitpunkt angibt, und zwar genau den des Zeigers. Also der Zeiger legt auf dem Ziffernblatt einen Weg zurück, und schon dieser Gebrauch deutet darauf hin, dass wir ein räumliches Verständnis von Zeit haben. Damit müssen Maschinen rechnen, tun sie nicht. Ich zeige Ihnen nur, dass die Idee dahinter ist, die Metaphorisierung im Common Ground. Das können Sie sich vorstellen daran, wie Sie über Dinge sprechen. Also wenn wir mit Maschinen kommunizieren, ist es nicht so, nur so, dass wir Befehle geben sollten, sondern dass wir auch in Metaphern sprechen, die Maschinen erkennen müssen. Konzeptualisieren können Sie zum Beispiel Ihr Leben als eine Reise. Das bedeutet, dass Sie als Mensch einen Lebensweg beschreiten. Sie beschreiten natürlich gar nichts. Und das Einzige, was Sie machen, ist, Sie unterliegen der Entropie. Also Sie altern und sterben. Aber Sie beschreiten keinen Weg. Das ist eine Metapher für Ihr Leben, die Sie wählen. Oder Sie können sagen, das Leben zieht an mir vorbei. Auch da läuft niemand an Ihnen vorüber, sondern Sie werden einfach älter und wechseln bestenfalls zwei Positionen im Raum. Und diese Positionsveränderung interpretieren Sie als das Vergehen von Zeit. Auch das müssen Maschinen leisten können, können sie nicht. Wenn Maschinen das nicht leisten, also wenn Maschinen das nicht verstehen, was sie damit wollen und mit diesen Veränderungen gewunken, wenn Maschinen das nicht verstehen, werden sie sie nicht als Kommunikationspartner akzeptieren. Das heißt, das ist das zentrale Moment, auf das wir hinlaufen, die Kommunikationspartner. Jetzt bin ich bei dem Punkt Shared Intentionality. Das heißt, die Basis dahinter ist der Common Ground. Also wie agieren wir Menschen miteinander, weil wir Menschen sind? Shared Intentionality ist ein Konzept, das, Sie sehen hier Kara, die die Wahl hat, in einen bewaffneten Konflikt mit einem älteren Herrn zu gehen, oder Alice, die sich so im Hintergrund versteckt, Sie können es kaum sehen, zu beschützen. Einer der Grundkonflikte in diesem Spiel, der sehr viel damit zu tun hat, dass sie Technik Perspektiven übernehmen muss und sie als Spieler übernehmen für die Technik die Perspektive des Androiden. Shared Intentionality ist ein Konzept, was beschreibt, dass wenn Menschen miteinander interagieren, die einzige kognitive Fähigkeit, die sie von anderen Primaten unterscheidet, ist, dass sie gemeinsam eine Aufmerksamkeitsfokus etablieren können
und sich gemeinsam an diesem Aufmerksamkeitsfokus orientieren und natürlich auch sprachlich darauf zeigen. Ich zeige Ihnen drei Abbildungen. Es ist für Sie als Mensch schlicht unvorstellbar, sich vorzustellen, dass diese Fotografen nicht intentional auf ein Ziel zeigen. Also, dass sie einfach so rein zufällig mit solchen Objektiven nebeneinander stehen und in dieselbe Richtung zielen. Sondern sie gehen davon aus, dass es da schon irgendwas Interessantes sein wird, was sich da befindet, und sie schauen besser auch mal dahin. Es könnte ja unterhaltsam sein oder spannend oder wichtig oder lebenswichtig. Also sie könnten überleben, wenn sie hinschauen. Und sie können als Mensch nicht anders. Das ist ihre angeborene Fähigkeit, die sie haben, die sie unterscheidet von anderen. Das kann man noch weiter ausbauen, und zwar auch in dieser Vortragssituation. Sie wissen, wer ich bin. Sie wissen, wer Sie sind. Ich vermute, dass ich weiß, was Sie tun. Und Sie wissen auch, was ich mache. Und das Interessante ist, wenn ich nach rechts zeige, werden Sie nicht nach rechts schauen, sondern nach links. Weil Sie zur Perspektivübernahme fähig sind. Auch das müssen Maschinen können. Das tun Sie heute noch nicht. Wir versuchen in dem Projekt genau diese Perspektive einzunehmen, das heißt zu zeigen, wie können Maschinen so weit, kann man Maschinen so weit bringen, dass wenn sie bei einer einfachen Tätigkeit wie einem Nagel, den sie in eine Tischplatte hämmern, die Hand nach hinten reichen und ein neues Werkzeug brauchen, die Maschine in der Lage ist, ihnen das richtige Werkzeug zu geben. Weil sie in der Lage ist zu wissen, welche Tätigkeit sie vollziehen, was sie gerade im Moment brauchen, auch ohne dass sie mit der Maschine kommunizieren. Also sie nicht anweisen, sondern die Maschine auf Augenhöhe mit ihnen kooperiert. Ja, okay. Das ist für uns die Idealvorstellung eines digitalen Begleiters. Also jemand, der mit ihnen in der Lage ist, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren und diesen auch zu halten. Und nicht jemand, der darauf wartet, dass man ihm sagt, irgendetwas zu tun. Das ist kein gutes Beispiel für einen digitalen Begleiter. Ja? Also das hatte ich auch gestern schon als Slide. Also wenn man Menschen richtig nerven wollte, dann war das ein guter Ansatzpunkt. Also das ist natürlich überspitzt hier, dieser Bluescreen existiert in der Form nicht. Ja? Aber Sie sehen, man kann einen digitalen Companion auch so ausstatten, dass er einen in Situationen daran erinnert, etwas zu tun, das man als Mensch überhaupt nicht tun will. Also Sie kennen es vielleicht aus dem Auto, Anschnallhilfen. Ja? Die so lange tönen, bis man sie anschnallt. Also das heißt, das sind Situationen, in denen es Maschinen bevormunden und sie zu einem Verhalten zwingen wollen, das sie eigentlich vielleicht nicht möchten. So weit soll es nicht gehen, und Menschen neigen dazu, in solchen Situationen Maschinen abzulehnen. Das kann, also dazu kann Sven Engesser was sagen, also wann Menschen dazu neigen, Technik zu verweigern. Ja? Und das ist ein Grund. Das zweite ist, dass wir glauben, dass je mehr Daten wir anhäufen, immer mehr wissen. Also je mehr Daten unsere Maschinen rechnen können, umso sicher glauben wir, bald sind sie intelligenter als wir. Das muss nicht der Fall sein. Möglicherweise legen wir Menschen in dem Umgang mit Maschinen überhaupt keinen Wert darauf, wie intelligent die Dinger sind. Und sie müssen sie uns auch nicht dauernd zeigen. Also ja, sondern es reicht möglicherweise aus, wenn wir uns mit ihnen verlustfrei verständigen können. Und dazu ist sehr viel weniger möglich, aber die Forschung tendiert im Moment dazu zu sagen, wir brauchen viele, viele Daten. Das haben Sie gestern auch gesehen. Interessant aber an dieser, da habe ich deshalb nochmal reingenommen, interessant an dieser Vorstellung ist, Maschinen sehen Welt anders als Menschen. Wir sehen Menschen in der Interaktion mit anderen Menschen als die Möglichkeit, uns auszutauschen, uns weiterzuentwickeln und vor allen Dingen irgendwie zu überleben. Maschinen können Sie in eine Produktionshalle stecken ohne Licht. Die produzieren auch bei Dunkelheit. Und ich bin mal gespannt, wenn da das erste Bild an die Öffentlichkeit kommt von so einer Produktionshalle, Werkhalle, wo sie vorne Werkstoffe reinschmeißen und hinten ein Auto rauskommt, die komplett im Dunkeln arbeitet, weil sie die 3,50 Euro für das Licht sparen können. Ja, Maschinen brauchen zur Produktion kein Licht. Und man kann da schon gespenstische Welten konstruieren. Und das war unter anderem das Wort, Maschinen sehen die Welt anders, als wir das tun. Und wir wissen häufig nicht,
warum das so ist. Die Maschinen müssen uns also zeigen, was ihr Common Ground ist. Ja, das ist die logische Konsequenz. Wenn das alles funktioniert, werden wir das Ganze nicht mehr AI nennen. Also das ist schon der Anfangsfehler, steckt in der Bezeichnung des Systems. Also schon wenn wir sagen, es gibt so etwas wie eine künstliche Intelligenz, markieren wir einen Unterschied zu uns, also zu Menschen. Dieser Unterschied wird auch bestehen bleiben. Also das heißt, das, was hier markiert ist, dieses Szenario wird nicht eintreten. Wir werden künstliche Intelligenz als künstliche Intelligenz immer erkennen. Und das ist das Votum, was aus der Linguistik kommt. Sie können die Kommunikation zwischen Mensch-Maschine nicht auf eine Ebene heben, die sie vergessen macht, dass sie mit einer Maschine reden. Aber diese Bewusstwerdung, dass offensichtlich eine andere Technik ihnen gegenübersteht, mit der sie interagieren können, wird sehr viel für das Verständnis tun, vor allen Dingen mit bestimmten Techniken umzugehen, vor allen Dingen bestimmte Technik einzusetzen im Alltag und bereit zu sein dazu, also sich das nicht als Fremdkörper wahrzunehmen, sondern zu akzeptieren als eine Möglichkeit der Kommunikation. Ja, das ist die Frage, die wir uns schlussendlich stellen. Sind wir in der Lage dazu, wenn wir die Interaktion zwischen Mensch und Maschinen so zu beschreiben, also als eine Interaktion auf Augenhöhe, auf einem Common Ground, in dem wir der Maschine unseren Common Ground anbieten und die Maschine ihren Common Ground transparent macht, sind wir auf der Ebene in der Lage, gemeinsam ein Kommunikationsverhältnis aufzubauen, das auf Augenhöhe Kooperation ermöglicht? Und wenn ja, wie viel brauchen wir Technik? Und auf welche Technik können wir verzichten? Also wo wird unser Alltag durch Technik komplexer und schwieriger, als wir das eigentlich wollen? Das zeige ich Ihnen, das ist eine Ausgangsszene in diesem Spiel, in der der Android Marcus ein Bild entwirft, und zwar in Interaktion mit seinem Mentor Carl. Das ist ein Mensch, mit dem er gemeinsam interagiert, und Carl ist derjenige, der den Androiden faktisch zum Menschsein führt. Aber die Interaktion, die sich zwischen ihnen entwickelt, lässt den Unterschied immer klar und sichtbar sein. Das heißt, Carl weiß, dass Markus ein Android ist, und Markus weiß, dass Carl ein Mensch ist. Aber nichtsdestotrotz schaffen sie etwas gemeinsam. Und jetzt sind wir bei der Frage Mensch 4.0. Was ist überhaupt Mensch 4.0? Sind es Maschinen, die menschlich werden, oder sind es Menschen, die zu Maschinen werden? Also wenn wir die Vorträge oben gehört haben, war so der Eindruck, Technik wird uns ummanteln, wir werden faktisch aus dieser digitalen Klammer überhaupt nicht herauskommen, wir sind nicht mehr in der Lage, darauf zu verzichten und so weiter, und viele empfinden das als sehr bedrohlich, als eine sehr bedrohliche Situation, in der sie auch Autonomie verlieren. Und Autonomieverlust ist das, was Menschen in der Regel mit Abschalten quittieren. Also sobald sie Gefahr laufen, dass sie keine Entscheidung mehr treffen, schalten sie Geräte ab. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, die Grenze, dass wir selbst zu Maschinen werden oder immer mehr Technik um uns herum ist, wird immer auf einem bestimmten Level bleiben. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir eine humanoide Technik haben, die sehr menschlich wird. Das ist nicht wirklich gefährlich, aber man sollte zumindest diese Option mit einbedenken, wenn man über den Mensch 4.0 spricht. Möglicherweise sind nicht wir die Menschen, die uns an Technik mit Technik umgeben, sondern es ist die Technik, die sehr menschlich wird. Und das ist, glaube ich, das wird die Richtung sein. Das wird die Richtung sein, in die wir gehen. Denken Sie zum Beispiel an die Herausforderungen der Pflege oder die Kommunikation in der Pflege. Da wird es nicht auch darum gehen, dass man schwere Lasten trägt, aber es wird vor allen Dingen darum gehen, dass man als Mensch kommuniziert. Auf einem Common Ground. Ja, Sie sehen, in den jetzigen Adaptationen von Technik sieht das Ganze so aus. Ja? Da steht ein Ding, was leuchtet. Vielleicht haben einige von Ihnen Wall-E gesehen von Disney. Disney ist Pixar. Es ist ein kompletter Film, der ohne verbale Kommunikation abläuft, aber der durchaus der Empathie erzeugen kann für ein Roboterpärchen, das sich verliebt und diese Liebesgeschichte ohne Worte erzählt. Ja? Und jetzt können Sie sich vorstellen, warum funktioniert das für Sie als Zuschauer? Das funktioniert aus einem Grund, weil diese Liebesbeziehung, die Sie dort sehen, menschlich ist. Ja, also sie funktioniert auf dem Common Ground, den Sie kennen. So verliebt man sich halt. Man fasst sich halt mal an
Und dann springt der Funke über. Und dieses Überspringen des Funkens, das Sie als Metapher kennen, wird im Bild als Überspringen eines Funkens gezeigt. Ja, auch das, also das gehört auch dazu, dass man Metaphern auserzählt. Und dann sind Sie sofort dabei. Ja, dann erkennen Sie das, also ja, das kenne ich, das ist mein Leben, meine Welt. Und dann sind Sie bereit dazu, diesen Roboter als Roboter zu akzeptieren, weil er sagen, der ist schon sehr menschlich. Und ich glaube, das ist der Weg. Ja, die Hand als eines der entscheidenden menschlichen Organe und Extremitäten, die eine Rolle spielen. Und auch dieses Bild habe ich deshalb nochmal aufgegriffen. Sie sehen auch hier die Frage, warum legt, wird R2-D2 angefasst oder ist kurz davor angefasst zu werden? Es besteht technisch kein Grund dazu. Androiden brauchen auch keine Arme. Ja, sondern die Nachbildung des Menschen dient im Wesentlichen dazu, menschlich zu sein und Kommunikation mit Menschen zu ermöglichen. Das ist der Punkt, der dabei eine Rolle spielt. Es geht nicht darum, Menschen in Gefahr zu bringen oder Menschen abzulösen, sondern es geht darum, Kommunikation mit Menschen zu ermöglichen. Das ist das Ziel. Okay, bis dahin breche ich ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde.